Hallo, da sind wir wieder. Pepper und Gitti, wir spielen Pathfinder. Und wir haben nichts gekürzt. Also wir wollten eigentlich raffen so ein bisschen. Ja. Aber wir dachten, das wäre ein bisschen sehr lang gewesen, letzte Folge. Aber ist auch okay, so wie es ist. Gott sei Dank. Wir werden gleich rasten, aber hier sind noch mehr Gefangene, die befreit werden. Wir haben gerade entdeckt, das sind ja noch mehr Sklaven. Also, freilassen natürlich. Und dann finden wir ja auch noch ein paar Sachen. So. Freiheit, Freiheit, Recht hat. Und weg sind sie. Ja. Okay. Wer liegt denn da auf dem Boden? Wir können noch ein bisschen plündern, also, bevor wir rasten. Als allererstes würde ich rasten. Man weiß ja nicht. Dann sind die Sachen immer noch da, ja? Ist nichts verloren? Ja, ja, die gehen nicht verloren. Okay. So. Na schön. Diese Rast haben sie sich ja nur wirklich verdient. Hier kann man gar nicht rasten, wo die gerastet haben. Na gut. Ja? Ist kein Platz. Sag mal, man muss doch gehen. Hallo, Lindsay, war mal auf der... Nein, da war doch irgendwo, war es nicht gerade irgendwo grün, ne? Nee, geh mal nach unten. Da, da war irgendwas grün. War nur so. Da. Habe ich doch gesehen. Wusste ich. So, und wir haben jetzt zwei neue Leute, für die, die in der letzten Folge nicht gesehen haben. Ja, die werden wir uns gleich mal angucken. Ja. So, jetzt können wir auch verwalten... Genau, es kann auch jemand kochen. Ja. So. Einmal Wache halten. Ja. Minus eins. Oh. Kannst du kochen? Nein, kochen natürlich kann er nicht. Auch nicht. Aber Amiri kann Wache halten. Ja. Ja, gut geeignet. Sie kann kochen. Und du, kannst du kochen? Oh, Frauen können, alle Frauen können kochen. Weißt du doch. Und was sind hier Spezialaufgaben? Regional, einschüttelnde Statur kann er machen. Ist doch gut. Soll er ruhig machen. Ja. Ja. Anderen haben wir sowieso nicht mehr frei. Genau. Die sind alle beschäftigt. Alle machen das, was sie am besten können. Gut. Mhm. Ja. Ja, Ruhepause beginnt. Time for fun. Ja, ja. Du wurdest bei der Jagd angekündigt. Ja, was? Wo? Was ist das? Eine reife Schockäpfel. Eine reife Schockäpfel. Ist die zum Pflücken reif genug oder zum Töten reif genug? Wir werden sie oder ist pflücken. Sie einfach nur ausgewachsen? Mal gucken. Eine magische Bestie. Ja. Neutral Level 3. Rüstungsklasse 20. Ja. Oh, wow. Toll. Ey, guck mal unseren Freund an. Ist schon. Und du, ihr beide liegt da schon da nieder. Du liegst bereits. Ja. Und nicht gut. Und er liegt gar ist nicht mehr weiter nicht von entfernt. Gut. Das Abenteuer geht weiter. Ja, toll. Das haben wir uns so gefreut, dass wir jetzt ausruhen können. Und alle sind angegriffen von diesem komischen Dings. So, du singst mal ein Lied. Schlag zu. So, was kannst du? Ja, da haben wir noch gar nicht so richtig geguckt, was er eigentlich alles drauf hat. Kampfzauberei hat er an. Arkane Waffenverbesserung. Okay, mal sehen, ob das notwendig wird. Aber er kann seinen Schlag verbessern. Das sollte er vielleicht auch. Und Octavia ist da und macht man Schneeball, ha? Wir müssen alles ausprobieren. Ja. Nein, das war's wohl. Okay, also. Dann heil mal. Erstmal heilen, soweit wir Möglichkeiten haben. Awaits us.
So. Sind so klein, das ist so ein kleiner Halsschnitt noch, die fast voll macht. Ja. Schon niedlich. Naja, wenn er einigermaßen würfelt, aber er würfelt ja auch nur blöde Zahlen. Hier, 4 und 8 hat er gerade mal geheilt. Jetzt reg dich nicht auf, das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern. Im Augenblick ist es auch egal. Ach, und bei sich hat er eine 9 gebracht. Ja, das ist auch einfacher, sich selbst zu heilen. Sag mal, hat die noch irgendwas, was macht die denn, diese komische Echse? Hat die irgendwas hinterlassen? Nee, ne? Nö. Nix. Ja, aber sowas doofes. Na gut. Doch, die Echse hat was hinterlassen, aber wir gehen jetzt erstmal wieder schlafen. Eingesammelt wird nach dem Schlafen. So, und jetzt. Lindsay, do you have a spare shirt? Mine is just holes after yesterday's ball. Lindsay, wir wollen das Hemd von Lindsay tragen. Das kann doch keiner tragen, so klein wie die ist. It would be funny to see, but it wouldn't be comfortable. Ist euch zu kurz, ja. Das würde bestimmt lustig aussehen, ne, von Lindsay. So, oh, guck mal, die Echse, die brutzelt. Ja, das Rasten hat gar nicht gereicht, um alle zu heilen. So. Gut. Dann guck mal, was die Echse da gelassen hat, falls sie dann was da gelassen hat. Ja. Erstmal alle ganz machen. So. Dann gucken wir mal. Any last wishes? Ja? Das heißt. Ah, nee, die hat nichts da gelassen. Gut, da hat sie nichts da gelassen. Dann gucken wir uns die anderen an. Gelassen. So. Wir liegen ja also noch ein paar Leichen. Hier liegen wir mal. Ich finde den so toll, den kleinen Panda, wie er da immer. So, also, was haben wir hier? Rumrollt und so. Ein Schwert. Ein Schild. Schokolade hatte eine da. 3012. Nein, Schokolade. Eine Naschkatze. Ja, Langbogenmeisterarbeit auf jeden Fall. War da noch was daneben hier? Sowas, ja, was ist denn das? Ja. Achso, das sind die Sachen, ja, alles klar. Braucht man nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal bleibt das Gelbe stehen. Muss man eben nochmal angucken. So. Ja. Ja, auch wieder. Leichte Lederrüstung. Lindsay. Applaus, please. Wow, guck mal. Wieder was ist zum Kochen. Zum Kochen gibt's. Ein magisches Kettenhemd. Ja, das müssen wir mitnehmen natürlich. Und das ist ja magisch. Schatten von Absalon. Gucken wir mal. Die Bleiche. Aha. So. Das war alles? Gerade wenn es spannend wird. Ja, wenn es spannend wird, hört es auf. Das kann ich auch. Ich kann auch gut mit Geschichten irgendwie gut anfangen, aber ob es dann weitergeht, ist mal das Problem. So. Ja. Na gut, dann können wir uns mal in der Gegend richtig umgucken, ja? Ja. So, Marschordnung mal. Die ist ja nun ein bisschen sehr schräg hier. Na, da geht's. So, also, ja. Amerika kann man nicht vorne gehen lassen. Das macht keinen Sinn. Die muss man erstmal unter Kontrolle verstärken. Mhm. Ja. So, das könnte man durchaus durchgehen lassen. So, dann haben wir Rückendeckung. Okay. Gut. Adventures await. So, erstmal den Bogen. So, wir gehen einmal. Erstmal auf Fernkampf warten. Ja, das würde ich auch vorschlagen. So, Lindsay ist sowieso. Du nimmst auch mal den Bogen. Dann besteht keine Gefahr, dass sie gleich vorprescht.
Er hat keinen Bogen. Haben wir noch einen Bogen im Gepäck? Ich glaube, wir haben gefunden. Ja, haben wir. Composite Lang. Composite Meisterarbeit kann er kriegen. Na. Und sie hat vom. Ja, sie hat sogar einen Kurzbogen. Kurzbogen ist gut. Sie kann den Rapier als Nahkampf nehmen im Notfall. Ja. Gut. Ach so, wir wollten ja gucken, was war diese Kettenhemd plus 1? Ja. Warte mal, wie sieht es aus mit Malusbo und so weiter? Hm? Also was trägt sie denn überhaupt? Na, sie ist doch eine Magierin. Ja, aber sie kann ja sowas gar nicht tragen. Sowieso. Nee. Ja, könnte sie sogar. Ist eine leichte Rüstung. Aber das würde ihr vermutlich gar nicht gut tun. Hier, guck mal. Nee, nee. Haut sie überall. Nee. Wenn dann höchstens. Sie müsste was anderes nehmen. Haben wir irgendwas Tuchmäßiges? Ist das eine Lederrüstung? Das andere, was ist denn das da oben? Nee, um Gottes Willen. Nee, die Brustplatte ist noch viel schlimmer. Okay, lassen wir's. So, die bleibt jetzt erstmal so. Und er? Er hat ein Kettenhemd. Er kann das Kettenhemd plus 1. Ja. Er muss ja auch vorne gehen. Ja. Der Malus ist wahrscheinlich auch nicht so groß. Ja, bei ihm ist nicht so tragisch. Weil, ist nicht so wichtig, wenn er vorne ist. Er hat immer noch gut Athletik und so. Also ist auch gut mit Überzeugen, das ist gar nicht so übel. Ja. Und der Rüstungsmalus mit minus 1, da kann man auch noch... 20% Zauberfehlschlag, na gut, das müssen wir erstmal hinkriegen. So, wolltest du jetzt noch mehr gucken oder was jetzt? Nein, jetzt wird es Zeit, dass wir mal ein bisschen spazieren gehen. Ne? Okay. Und uns die Gegend mal ein bisschen angucken. Mhm. Alle. Einschließlich Getier. Ja. So. Geht's hier noch irgendwie weiter? Nee, hier geht's nicht weiter. Hier gibt's einen Sack. Und eine Kiste. Anything else? Oh, schön. Oh, der Sack war verschlossen. Ein silbernes Tintenfass. Wow. Lindsay knackt das Schloss erfolgreich von dem Sack. Naja. Fix die Blume, Gold, Reis und Kartoffeln. Nur. Alles mitnehmen. So, und? Bei der Truhe hätte ich erwartet, dass die verschlossen ist, aber nicht beim Sack. Tja. Schriftrolle verderben, ja. Magierrüstung. Ja, die Magierrüstung ist gar nicht schlecht, weil er bringt plus 4 auf die Rüstungsklasse. Ich glaube, da muss ich wieder ein bisschen dran gewöhnen, genau zu gucken, was jeder individuell machen kann und was er einsetzen kann. Ja, das hat sich bisher immer, Pepe hat ja schon lange nicht mehr so eine Art von Spiel gespielt. Das muss er wirklich wieder üben, weil... du bist ja eigentlich sehr gut als Taktik und Bart's so Tale und Neverwinter Nights haben wir sowas gar nicht mehr gespielt, ja? Neverwinter Nights war wohl das letzte von der Art, ja? Kann mich jedenfalls nicht erinnern. Ja, kann sein. Da liegt einer. Da liegt noch einer, ja. Okay, dann gucken wir uns erstmal den hier an. Der hat... Na, Langschwert können wir mitnehmen. Langschwert 4-4. Nee, schwerer Schild. Also. Der 15-5. Nee, 30-12. Nee. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Guck mal, was der Kater macht. Die Bässe. Ist wirklich drollig mit den Tieren. Wer sagt hier Hu? So,
hier ist der untere Rand. Hm. Ja. Na? Manchmal wollen sie einfach nicht. So, hier ging es sowieso nicht. Dann gehen wir mal hier rüber. So, viel scheint es hier nicht zu geben. Hier geht es nicht weiter runter. Nee, sieht so aus, als ob es relativ. Aber hier scheint es rüber zu gehen. Was ist denn da oben? Ist das auch ein Tier? Ja. Bist du eine Maus? Maus und Ente. Kann man schlecht sehen hier in dem Nebel. Onwards. Ja, sind wir wieder da, wieder wo wir hier gewartet haben. Okay. So. Mhm. Das war's dann wohl. Gut, dann kommen wir hier raus. Oben sind wir rum. Müssen wir da hinten hin. Da geht's raus. Hier geht's raus. Ja. Und nirgendwo sonst. Das ist der einzige Ein- und Ausgang. We'll make my own legend. Na, legen Sie vorne weg? Ja, nein, der Kater ist vorne weg. Der Panda hat eine Abkürzung genommen. So. So. Okay. Speichern und raus hier. Ja. So, ja, jetzt zum Beispiel, dass man die Sachen noch. Wichtiges, dass man die dann nochmal angucken kann. Die das ist gut, ja. Das finde ich auch toll. Nee, ja, aber ich denke nochmal. Aber. Ist okay. Nee, wir haben nur Trödel zurückgelassen. Schwer und wenig wert, kann hier bleiben. So, ja, Lager der Technikliga verlassen. Ja, was machen wir? Ja, wir wollten eigentlich zur verlassenen Hütte gehen, mal gucken. Wir wollten ja zur verlassenen Hütte, genau. Hier sind auch so ein paar Wege, die wir noch nicht bis zu Ende gegangen sind. Der Dornenfluss. Hier scheint es nicht über den Fluss nee, zu gehen. Musst du drum herumlaufen. I need to catch my breath. So, bist schon wieder müde. Na gut. Das. Ich glaube, sie ist auch ein Elf oder eine Halbelfe oder sowas, so wie sie aussieht. Und die sind ja ein bisschen fragiler. So, hast du das Essen ruiniert? Schäm dich. So, na gut, dann gucken wir auch mal auf der anderen Seite hier hochkommen. Gut. Ja. Eine verlassene Hütte. Schleichen mal wieder. Alle. Ja. Hier geht's nicht weiter. Gut. Können wir hier lang. Na, hier ist auch wieder Schluss. Hä? Das ist diese. Wer ist das denn, die Hüterin der Blüte? Der Blüte. Hatten wir die nicht? Uns doch mal gerade doch mal irgendwas. Ja. Ja, die ist uns doch beim Schlafen genau, genau. Bei Oleg erschienen. Ja. Na denn, da bist du also. Müssen wir mit ihr sprechen, oder? Ja. I won't let you down. Quatsch. Genie. This is my path. Ach so, muss vorgehen. Ja. Kann ich aus der Entfernung mit ihr sprechen? Ah, jetzt geht's. Aha, was haben wir denn hier? Aha.
So einen Vater wünscht man sich, hä? Ist ja übel. Upsa. Was war denn da jetzt so schnell? Ich kann nicht genug und aber irgendwas mit Malus oder so. Was ist denn da? Ja, hier, ich ja, kann nicht genug. Ja, ich weiß. Ja. Aber irgendwas war da oben noch. Er hat genug. Dass er genug hat, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und hier, guck mal, sieht aus wie ein Chinchilla oder so. Ja. Ey, siehst du süß aus, bleib mal stehen. Etwas ängstlich, der Kleine. Wir brauchen noch ein kleines Maskottchen. Ja? Und das ist sie plötzlich weg. Das hat sie uns gezeigt und das ist... Ja. Genau, sie hat uns das gezeigt. Ja, können wir mal untersuchen, da steht doch was. War so ein Ding hier, da, genau. Der hier? Ja. Oder das hier? Das hier. Aha. Mhm. Und hier? Oh, nett. Aha, wo? Peridot. Da, kann man Person mit vergrößern. Goldmünzen müssen wir mal probieren, ob das was bringt. Halt, hier war ja noch was zum Angucken. Aha. Die ist nicht benutzbar. Mosche Treppe ist nicht benutzbar. Ja, gut. Oh. Kleiner Wurm. Oder Schlange oder was auch immer. Was war das was? Jetzt? Oh, da ist ein wilder Wolf. Ah, hier ist ein wilder Wolf. No stopping now. So. We should move. Strike with all your might. Who will prevail? Ah, das dachte ich mir, dass das mehrere sind. Ja. So. Alle halten die Stellung. Du gehst zurück. So. Du machst einen Sieg. Da ist er. Du machst Musik. Amiri. Sie hat den Bogen an. Ja, ist gut. Machen wir irgendwas? Nö. Nö, glaube ich eher nicht. Nö, erstmal nicht. Nö. Kannst du irgendwas mit Waffen und so? Ich muss erstmal. Ja. Sehen, was die alle haben. Er hat dreimal zieht sich einen Schlag. Ja, kann er wahrscheinlich benutzen, wenn er dran ist. Das kann wahrscheinlich auch auf Fernwaffen benutzt werden. Hoffe ich. So, dann hat er Schild. Wir müssen erst mal gucken, was sie überhaupt können. Ne? Demoralisieren, arkane Waffenverbesserung. Muss ich mir meine Ruhe durchlesen. So, Zauberschlag. Aha. Ja, Clownwuchs, Kampfzauberei. Ja, das muss man sich alles mal in Ruhe reinziehen, ne? Aha. Ah, guck mal, sie hat ihre Geschicklichkeit verbessert. Das ist gut. So, und hier hat sie auf Level 0. Schlag, Kälte, Säurespritzer, Licht kann sie machen, aufblitzen. Na gut. Okay, lass Musik kommen. Ja. Hey. Ja, hast du doch gesagt, dass sie da hin soll. Das ist doch Gina. Ja, Gina. Ja, du hast sie nach hinten. Ist gut. Also so. Wirklich? Ja. Ist ja gut. Die haben noch keine eigene irgendwie. Noch sind die nicht so weit, dass die das tun, was sie wollen. Sehr lustig, wenn man so ein Spiel hätte, wo die da an die Figuren sagen, pff, mir doch egal, was der sagt, ich mach, was ich will. So. So. Alle. Angreifen. Aha, und Gina dachte, ich sollte zurückgehen. Naja, okay, dann bleibt sie vorne. Gina, habe ich gesagt, soll zurückgehen, ja. Ja, dann sagt das so. Autsch! Autsch! Die beißen ja! Ja, natürlich. So ein dicker Hund, hä? Ja. So,
Also. Wieder mal ein Spiel mit Wölfen. Warum haben die immer Wölfe, ja? This ja, is where I step in. Ja, Mann. Harem ist nicht so unglaublich, wie soll ich sagen, stabil. Ich weiß ja auch nicht genau, was er trägt. Aber er ist nicht so eine gute vorne ist er nicht so gut. Da hätten wir im Grunde eigentlich doch mal lieber wieder annehmen müssen. Das geht ja, ja. Aber Miri schießt. Die beiden da vorne, das ist keine gute Wahl. Nein, aber du hast jetzt nichts anderes. Aber Amiri ist auf jeden Fall, wäre da vorne besser. Und du kannst ihm auch andere, was trägt er denn überhaupt? Unser Regona oder wie der heißt. Rigonga. Oder Rigonda. Ja, dem haben wir doch gerade diese Kettenrüstung angezogen, die plus Einser. Ja, und er hat das Kukri, oder was immer es ist. Was hat man für eine Waffe? Sieht aus wie Aber er hat ja auch Sprüche, ne, die er benutzt. And will be. Definitely will be. So. Mann. Was denn? Auf wen bist du jetzt sauer? Auf die Figur? Ja. Aha. Auch interessant. Ich meine, sie hat ein Eigenleben? Ja. Dabei habe ich gedacht, wir wären noch nicht so weit. So. Kriegt ihr diesen dämlichen Wolf vielleicht irgendwann die mal Wölfe sind sehr, sehr flink. Hier. Guck mal, würfelt eine 9. Na und? Lass ihn mal ein bisschen größer werden. Du sollst heilen, habe ich dir gesagt. Hat er doch schon gemacht, er hat sich ja schon geheilt. Ah, ich habe gesagt, er soll nochmal heilen. Gerade hat er einen Wolf getötet. Aber das hat er vergessen. Nee, es war Regona, der ihn getötet hat. Regonga. Hm. Das ist ja noch worse. Gleiches Harem tot. Nicht tot, aber wenigstens. Ziemlich daneben. Mann. Ja, wir brauchen mal einen Kämpfer davor. Ja, klar. Einen vernünftigen Heiler, guten Heiler und... Und einen ordentlichen Tank. Ja, da können wir nichts besser machen. Er muss sowieso erstmal trinken. Also, na gut, macht weiter. At last. Naja, jetzt liegt er sowieso am Boden. Jetzt liegt er da, jetzt liegt er sowieso in der Gegend rum. Und jetzt lass man liegen, weil das wird gefährlich, wenn man jetzt aufwecken. Mhm. Ja. So. Harem, aufstehen. Patience. So, Lindsay. Everything is possible. Hast du noch? Ja, sie hat noch 2. Das reicht voll aus für Harem. Ja, nicht nur für ihn, für uns alle. Also die wenigsten haben jetzt hier richtig viele Punkte. Wir auch, ich meine. Sind ja noch wirklich winzig. Meinst du, dass du Harry bedauerst, das der tapfere Kämpfer, wird er auch noch ausgeschimpft? Ja, ist ja gut. Guck mal, da ist ein kaputter Brunnen. Ja. Was liegt denn da rum? Wir müssen den Wölfen erstmal das Fell über die Ohren ziehen. Aha, man kann die heute. Och, nö. Was denn? Warum? Die würfeln heute wieder am unteren Ende, hä? Ja, hier, nicht mal eine einzige Haut haben sie gekriegt. Mhm. Na und? Na und, sagst du? Ja, aus dem Grund wachsen Büsche, schon klar, dass es hier schon lange nicht mehr jemand war und geguckt hat.
oder Wasser geholt hat. Aber guck mal, was das ist. Na, was ist das denn? Lukas, alte Notizen. Ich guck's mal an. Ah, okay. Ja, ja. Nee, muss man gar nicht scrollen. Oh. Wie ihre Augen. Ja, wessen Augen? Er sagt, sein Name sei jetzt Hirschkönig. Ach, guck mal. Guck mal, das ist wahrscheinlich der Sohn. Das ist wahrscheinlich so ein Rückding gewesen mit dem Sohn. Er sagt, er lässt mich nicht sterben oder gehen. Er sagt, ich soll ihn nicht mehr meinen Sohn nennen. Als hätte ich das je getan. Weil das ist der Typ, der jetzt Hirschkönig ist. Ja, das muss der Vater sein, ne? Ja, weil das jetzt der Typ, der jetzt Hirschkönig ist, der das geschrieben hat. Hm. Nee, das hat doch der Vater Hirschkönig geschrieben. Der Vater schreibt das und hier. Und dieser misshandelte Sohn ist wohl der jetzige Hirschkönig. Ja, das meine ich. Das genau meine ich. Ja. Das ist der jetzige Hirschkönig. Ja. Mhm. Aha. Interessant zu wissen. Ja, das nützt doch nicht viel, weil er ist ja trotzdem irgendwie kein angenehmer Typ. Dieser Hirschkönig. Auch wenn er so gelitten hat vorher bei seinem Vater. Ja, mal gucken, was haben wir denn hier? Und? Ja, eine Rostland. Alte Rostland-Münze, ja. So weiter geht's hier wohl nicht. Nee. So, wie viel Zeit machen wir jetzt Schluss? Gut, dann gucken wir uns nächstes Mal den Rest hier an. Genau. Okay, bis dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.